Moin um neun, dem Business-Schnack bei Gretel und Laura. Und um schon mal vorweg etwas aus dem Nähkästchen zu plaudern, heute Morgen gab es ein paar Technik-Herausforderungen. Deswegen ist es moin um 9.05 Uhr. Aber dafür habt ihr sicherlich Verständnis, weil das kennen wir alle. Wir haben irgendeinen wichtigen Termin oder eine wichtige Verabredung online und auf einmal geht irgendwas nicht. Was 20 Mal, 200 Mal funktioniert hat, auf einmal ist die Kamera aus, das Mikro, irgendwas lässt sich nicht öffnen. Und so hatten wir es heute Morgen auch. Nichtsdestotrotz, beziehungsweise umso mehr freue ich mich, dass heute die wundervolle Barbara Plaschka bei uns zu Besuch ist. Guten Morgen, Barbara. Guten Morgen, hallo Laura. Danke, dass ich da sein darf. Wie schön. Ja, jetzt haben wir die Technikhürden schon mal überwunden. Check, das ist schon sehr, sehr gut. Dann machen wir ja immer gerne so ein kleines Intro und bei unseren Interviewgästen geht es erstmal darum, dass ich ganz kurz dich vorstelle. Also, ich kenne Barbara Plaschka auch noch gar nicht so lange, erst seit, ich würde sagen, 2 Monaten ungefähr, ganz grob. Und wir haben schon zusammen gearbeitet in den letzten Wochen und Barbara ist Genussexpertin. Das ist der Begriff, der mir am besten gefällt, von mehreren, die sie auf ihrer Webseite verwendet. Und Speakerin und begleitet Menschen in den Bereichen Ernährungsberatung, Genuss, Wohlfühlgewicht und noch viel, viel mehr. Und das kannst du am besten selber erzählen. Liebe Barbara, stell dich doch einfach mal vor, wer bist du, woher kommst du und was machst du? Genau, hallo. Also ich bin die Barbara Plaschka, bin 43, habe eine wunderbare Familie mit 2 Kindern und genau, bin Ernährungs- und Genussexpertin. Also vor allen Dingen an oberster Stelle sage ich jetzt, ich bin Genießerin, denn ich in den 20 Jahren, in denen ich jetzt als Ernährungsberaterin unterwegs bin und mir das oft so anschaue, sehr, sehr viel festgestellt habe, meine Güte, wir beschäftigen uns so viel mit dem, was wir essen und werden schon richtig irgendwie geimpft, dass es nur noch um Kalorien und um Inhaltsstoffe geht. Das ist auch nicht unbedingt alles falsch. Also das Was ist schon auch wichtig, aber es ist in meinen Augen nicht das Allerwichtigste, sondern es gehören da einfach noch andere, ja, ich sag jetzt mal, Tischbeine zu diesem Thema Wohlfühlgewicht dazu. Und ein ganz wichtiges ist das, wie wir essen. Weil wir eben vor lauter, was wir essen, die ganze Zeit das Genießen dann schon sozusagen vergessen haben, wie wir das noch genießen können, vor lauter Kalorienzählerei und Verbote. Und da soll es jetzt zurückgehen. Also das ist meine Mission. Ich möchte so viele Genießer um mich herum scharren, die sagen, was interessieren mich die Kalorien? Ich zähle für mich die Chews, also wie oft kaue ich denn einen Bissen? Wie viel hole ich aus einem Bissen raus, damit mir das Essen einfach auch schmeckt und man auch letztendlich merkt, was da eigentlich alles drin steckt? Weil je länger ich etwas kaue, umso eher erkenne ich, ist es eine komische Pappschachtel von der Lebensmittelindustrie oder ist es ein Lebensmittel, das Wort Lebensmittel verdient? Erzähl doch vielleicht mal ganz kurz, finde ich total spannend, weil es ja ein sehr spezielles Thema ist. Wie bist du, also was ist deine Geschichte mit Ernährung und also wie bist du dazu, das schreit mich förmlich an, da muss es eine Geschichte geben. Das kann nicht einfach so sein, dass du das irgendwann so dir überlegt hast oder studiert hast, sondern da muss es irgendwie eine persönliche Geschichte geben und da will ich doch mal nachbohren. Genau, die Geschichte ist die, ich bin als Jugendliche wirklich, also Couch Potato und Essen vor lauter Langeweile und Sport war ein Fremdwort. Also ich habe wirklich Tiefkühlpizza, geriebene Käse aus der Mikrowelle. Es gab einfach nicht wirklich die Sachen, die ich heute esse. Habe aber damals auch gedacht, naja, das passt ja, ich bin ja jung und fit, eigentlich so. Aber habe dann schon auch gemerkt, Mensch, mit Allergien, mit permanent Mandelentzündungen, so richtig fit war ich nicht. Also ich bin jetzt 20 Jahre später fitter, als ich mit Anfang 20 war. Habe mir aber gedacht, was könnte ich denn machen? So, die anderen studieren Medizin oder Jura, das war mir ein bisschen, da wollte ich nicht hin. Und habe mir gedacht, aber gibt einfach immer mehr Menschen mit Übergewicht und ja, das Thema Ernährung interessiert mich und dann habe ich Biologie studiert, bin aber auf die Abendschule gegangen am Zentrum für Naturheilkunde, habe da die Ausbildung gemacht und saß dann unter lauter Quinoa-Bulgur-Salat-Mampfenden
Und ich dann da mit meiner Butterbrezen und meinem Spezi und dachte mir noch so, ich brauche das ja alles nicht, ich will das ja nur lernen, um den anderen zu helfen. Und dann fingen nur so kleine Sachen an, wie mal mit Wasser trinken. Da habe ich gesagt, okay, also da bricht mir jetzt kein Zacken aus der Krone, das kann ich mal testen. Und so bin ich dann wirklich stückchenweise selbst anfangs mir mein bester Kunde geworden, weil ich gemerkt habe, was das für eine Veränderung bringt, wenn man doch an der Ernährung was verändert. Aber das war vor 20 Jahren. Da hatten noch so wenige, also da war es noch, da war noch, da hat man noch nicht mal gewusst, dass Kohlenhydrate großartigen Einfluss auf den Blutzucker haben, sage ich jetzt mal so salopp. Das ist man ja heute an einer anderen Stelle. Und jetzt im Laufe der letzten 20 Jahre, wo ich eben merke, Mensch, es ist an der Zeit, dass wir uns von diesem nur was weg öffnen zu anderen Dingen, auch damit der Genuss eben nicht zu kurz kommt. Und ja, das habe ich selbst an einem, mein Aha-Erlebnis war leider ein echt heftiger Bandscheibenvorfall, wo ich eine Lähmung am Bein hatte. Und ich mich dann informiert habe, was könnte ich denn jetzt noch tun, weil die Ärzte haben nur gesagt, ich muss jetzt abwarten, bis die Nerven sich erholen. Und abwarten ist jetzt nicht so meine größte Stärke. Und was, okay, als Ernährungsberaterin suche ich natürlich, wo sind B-Vitamine drin, was kann ich machen? Und dann habe ich mein Porridge aufgepimpt mit den besten Nervenaufpimpmitteln. Und ein paar Tage später stehe ich mit meinem Töchterchen im Bad und an der Toilette und merke so, ups, Moment mal, Plaschka, glaubst du eigentlich, dass du die Sonnenblumenkerne nur anschauen musst, damit sie in dich hineingehen? Und da habe ich so gemerkt, oh Mann, ey, man muss das vielleicht auch mal kauen. Und bin dann selbst zu dem, was ich vielleicht auch schon vor 15 Jahren all meinen Leuten sage, ihr müsst langsam, oder was heißt langsam essen, aber ja, das sagt man so schnell und es hört sich so easy an, aber es ist letztendlich gar nicht so leicht, wie ich selber erkannt habe. Aber mein Wunsch war, ich will meinem Körper all diese Inhaltsstoffe bestmöglich geben, also muss ich unbedingt jetzt auch wirklich das Kauen machen und das ist wieder revolutionär, weil man da so mehr merkt, was man eigentlich isst. Und sonst könnte ich ja einfach das Essen auch nur anschauen und sagen, ja, danke, das war's. Das heißt, wenn du Menschen begleitest, geht es wirklich auch sehr viel darum, wieder zu lernen. Also eigentlich ja was Natürliches. Wir haben Zähne, wir kauen jeden Tag, aber wirklich auch zu lernen, ja, die Bedeutung zu lernen, wirklich ausführlich zu kauen. Ich meine, als du mir das erste Mal erzählt hast, habe ich so gedacht, ja klar, der Magen hat so seine Funktion, da kennst du dich besser aus, aber Zähne hat er nicht. Und Genau. Als du das erzählt hast, auch mit den Kernen, musste ich schon auch ehrlich zugeben, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, das kenne ich auch. Ja, der Witz ist der, man muss gar nicht so großartig das Kauen lernen. Man muss sich mit seinem Schluckreflex wieder verbünden. Und der ist eben total wichtig, dass der so gierig ist, weil sonst wären wir heute nicht da, wo wir sind. Wenn du als Baby rauskommst und mühsamst die Milch aus Mamas Busen schlubberst oder aus der Flasche, das ist richtig anstrengend. Wenn du da nicht gelernt hättest, dass du sofort schluckst, dann wird dieses kostbare Zeug dir links aus der Backe sabbeln und du wärst nicht da, wo du heute bist. Ne? Und es ist aber am Anfang unseres Lebens wichtig, dass wir schnell schlucken. Und je älter wir werden, kann ich sagen, können wir da ein bisschen vom Gas runtergehen. Aber der Schluckreflex, der ist halt einfach so massiv und hastig vorhanden. Und das ist jetzt so die Challenge bei meiner, ja, bei meinem Programm oder wie ich mit den Leuten arbeite, zu sagen, du hast Zähne, du hast eine Zunge, du hast Geschmacksknospen und du hast den Schluckreflex. Und die sollen sich wieder vereinen, die sollen als Team harmonieren, damit das nicht dieses Kauen einfach pst, abbeißen, schlucken. Hups, wo war denn da das Kauen? Vergessen. Ja, total Und interessant, weil das sowas, ich habe das schon Barbara auch gesagt, seitdem wir uns kennen, denke ich bei fast jeder Mahlzeit an Barbara, weil es einfach so, weil ich bei mir selber gemerkt habe, wie wenig Aufmerksamkeit ich da ja auch lange hingeschickt habe. Und ich könnte mir auch vorstellen, ihr könnt das ja gerne auch mal in den Kommentaren teilen, dass es auch vielen so geht, weil wir ja auch jetzt in einer Zeit leben, wo ich würde mal sagen, viele Menschen auch bei der Nahrungszufuhr nicht mit der vollen Aufmerksamkeit bei sich selber sind, sondern da läuft der Fernseher oder man guckt auf dem Smartphone rum oder Familie oder was auch immer. Also dass sehr, sehr viele Reize auch während des Essens da sind. Und ja,
Ja, wobei ich da entschleunigen möchte, da denkt man immer, boah, jetzt wenn ich das mache, dann brauche ich mein Fünf-Gänge-Menü mit Tischdecke und Candlelight-Dinner und alles toll. Also ich bin aufs Kauen beim Autofahren mit einem Müsli-Riegel gekommen. Also es ist natürlich toppi, wenn du da einen schönen Platz hast und die Ruhe hast. Und es, aber ich persönlich merke auch, wenn ich meine Schüssel da habe und ich nehme jetzt ein Buch dazu oder eine Zeitschrift und lese mir einen Artikel dazu durch, dann brauche ich viel, viel länger und kann dieses Essen viel mehr genießen. Und obwohl ich nebenbei was mache, kann ich kauen. Also man muss jetzt keine Angst haben, dass das immer. Die einzige Herausforderung ist das mit dem Gespräch. Also man wird ein viel besserer Zuhörer durchs Kauen, als man die anderen belabert. Ja? Aber das kann ja auch durchaus von Vorteil sein, wenn gerade Mamas auch mal die Klappe halten Ja, da, und zuhören, ja. absolut. Da zitiere ich gerne. Ich weiß gar nicht genau, wer es gesagt hat, aber zweifle nie daran, dass du durch dein Zuhören einen Menschen in sein volles Potenzial bringen kannst. Also ich glaube, das Zuhören kenne ich aus meiner Arbeit, dass das einfach häufig ein sehr, sehr großes, starkes Bedürfnis von kleinen und großen Menschen ist. Also da tun wir uns auf jeden Fall einen Gefallen. Ganz kurz vielleicht nochmal so den Blick. Wir haben ja das Wochenthema Angst bei 9 um 9. Was würdest du sagen? Du bist jetzt ja auch nochmal mit diesem ganzen Online durch Corona-Veränderungen in ganz viele Prozesse gekommen, auch in den letzten Monaten. Wenn du mal beschreiben würdest, eine Angst, mit der du in Berührung gekommen bist in den letzten Monaten, was dein Business angeht als Barbara Plaschka, was würdest du uns da berichten oder was kannst du vielleicht auch den Zuhörerinnen so an die Hand geben, was dir geholfen hat oder womit du in Kontakt gekommen bist? Also bevor ich die wunderbare Laura Roschewitz in dem Magic March kennengelernt habe, könnte man sagen, dass ich eine ziemlich mittelmäßig ausgeprägte Social Media Phobie hatte. Kaum So. vorstellbar, kaum So. vorstellbar. Das Dieses. sagt die Barbara, die heute bei uns im Podcast ist. Kurzer Reminder. Genau, also das ist so, ich bin da jetzt auf einmal wirklich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Also eigentlich, ich habe erkannt, ja, da war eine riesengroße Angst, um Gottes Willen, ich werde sichtbar oder gar nicht mal so dieses, ich werde sichtbar, das konnte ich erst im Nachhinein erkennen, dass das Thema ist. Aber was sagen denn die anderen? Und was, wenn ich da was Falsches sage? Und was, wenn ich dem und dem nicht gefalle? Und was, wenn ich komische Kommentare bekomme? Und also nur konzentriert auf das, was irgendwie falsch laufen könnte, um dann in einem doch recht intensiven Persönlichkeitsveränderungsprozess endlich festzustellen, dass das Problem ja nie das Problem ist. Also als ich erkannt habe, warum habe ich denn diese Angst? Bin ich eine Etage tiefer gekommen zu meinen Glaubenssätzen und da war jetzt wegen der persönlichen Geschichte, Kindheitsalter einfach das Thema, dass ich für mich als vierjähriges Mädchen also den Glaubenssatz entwickelt habe, ich sei an etwas ganz Schlimmem schuld und habe dann erkannt, wenn jemand schuldig ist, dann stellt er sich nicht marktschreierisch auf dem Wochenmarkt am Samstag und sagt, ja, juhu, hier bin ich. Und dann stellt er sich auch nicht auf Facebook oder Insta so, juhu, juhu, sondern die letzte Zeit, die letzten Jahre, ich hatte da so einen Account, weil man halt einen haben sollte irgendwie, aber findet mich bitte ja nicht. Das war so die Untertitel von dem Ganzen. Das passt auch total gut, ja, zu dem, das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, zu dem Programm Ahoi, was Gretel und ich starten, nur in einem Satz, weil es eben für sehr, sehr viele Unternehmerinnen gilt, die ein tolles Business haben, eine tolle Idee, Expertise, und aber es den Kundinnen sehr, sehr schwer machen, sie wirklich zu finden oder wirklich präsent zu sein, eben zum Beispiel aus solchen Ängsten und Glaubenssätzen, die dahinter stecken. Vielleicht zum Abschluss, liebe Barbara, erzähl doch mal, ich habe schon auch in den Text geschrieben, es gibt Kau genau, was ist das und wie kann man daran teilnehmen und was lernt man da? Kaugenau ist mein Newborn Online-Baby. Nachdem ich jetzt seit 20 Jahren offline unterwegs bin, hat diese ja, Seminarfamilie Nachwuchs bekommen von mir. Und dieses Baby heißt Kaugenau, das Wohlfühlgewicht folgt den Genießern. Es ist ein 4-Wochen-Programm, 4-Wochen-Kurs, startet am Montag, also nächsten Montag am 19. April.
Und es gibt vier Module. Es ist der Cow-Check dabei natürlich. Dann gehen wir über in den Glaubenssatz-Check. Dann gehen wir über in den Hunger-Check, um einfach auch zu schauen, warum isst man eigentlich? Also da waren wir wieder bei dem Wann, was, wie und wie viel so ungefähr. Und dann noch den Gewohnheitscheck, wo einfach danach ich verspreche, dass keiner mehr seinen Teller aufisst in dem Glauben, dass deshalb die Sonne scheint. Der Petrus macht das ganz für sich alleine und das hat nichts mit dem zu tun. Aber wir haben da eben so unsere Programme, warum wir wie essen. Und das kann man gern mal ein bisschen durchleuchten. Alles mit diesem, auf dieser Basis, wir kümmern uns um unsere Kauausdauer, also Kausdauertraining, eine sehr genussvolle Sportart, also die genussvollste, die ich bisher kennengelernt habe. Und ja, da kann man teilnehmen, indem man kaugenau.de eingibt. Dann kann man da nochmal mehr Infos dazu bekommen, also www.kaugenau.de, und sehen nochmal in Wort und Bild, was ich biete. Und dann freue ich mich über viele Teilnehmer und viele Genießer vor allen Dingen, die aufhören, aus dieser Diätmentalität hier auszusteigen. Ich bin on air und lache weiter. Sie Moin um 9. Ein bisschen.